Wir hatten immerhin 416 getötete Verkehrsteilnehmer im Jahr 2019 und 81.900 verletzte Verkehrsteilnehmer, die aber so schwer verletzt waren, dass sie auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hauptunfallursache Nummer 1 ist in Österreich Ablenkung und Unaufmerksamkeit, gefolgt von überhöhten Geschwindigkeiten. Was wir aber leider auch feststellen, ist, dass sehr viele nicht angegurtete Personen in Österreich in den PKWs sterben.